14 Tage waren ein bisschen unruhig, dadurch, dass der Trainer, das war ja für jeden offenkundig, doch sehr viel Verletzte heranführen musste, beziehungsweise Länderspielabstellungen. Und sie brauchen ja nur mal nach Abu Dhabi fliegen oder nach Dubai fliegen, um dann bei sich selbst festzustellen, dass das Ganze nicht so einfach ist. Erstens von der Flugdauer und zweitens auch von der Zeitumstellung. Die ist ja dann noch geringfügig, aber wenn man dann nach Südamerika fliegt oder Japan oder ich weiß nicht wie, dann kann man sich gut hineinversetzen, dass es keine ideale Vorbereitung für die Spieler ist. Mainz ist sicherlich eine Mannschaft, das sieht man ja auch schon am Tabellenbild, die mit uns auf Augenhöhe ist, und diese Spiele sind von besonderer Bedeutung, ganz klar. Ja, danach kommt der FC Bayern. Ja, wir wissen schon, um was es geht. Das ist, jedes Spiel bekommt eine gewisse Eigendynamik, und die Mainzer haben ja auch in Heimspielen, spielen sie sehr aggressiv im Sinne, im Rahmen der Regeln aggressiv und können auch hohes Tempo gehen. Aber individuell sehe ich keinen Unterschied zwischen Mainz und dem Hamburger Sportverein. Wenn ich aus dort so laufe, dann gucke ich hoch und denke mir innerhalb von Hundertstel Sekunden aus, gehe ich rechts vorbei, gehe ich links vorbei, wo habe ich einen Schusskanal oder kann ich die Innenseite, Außenseite? Ich glaube nicht, dass irgendjemand an René Adler denkt. Das ist völlig untypisch für den Fußball. Das ist natürlich nicht schön. Das Leistungsbild, was wir in Hannover abgegeben haben, hat mir nicht gefallen. Ja. Ansonsten, dass wir hier in den Heimspielen gegen Leipzig und gegen Dortmund, das sind halt ganz, ganz schwere Spiele. Mit etwas Fortune hätten wir gegen Leipzig auch einen Punkt machen können. Aber ich denke auch, dass 10 andere Vereine große Probleme haben werden, ihre Heimspiele gegen Leipzig und gegen Dortmund erfolgreich zu bestreiten. Da gibt es ganz normal, wie bei jedem anderen Vertrag, gibt es Gespräche. Durch die Verletzung von Nicola hat sich das natürlich erhöht. Ist doch klar, die Intensität, dass man darauf, und diese Diskussion wird sich sicherlich fortsetzen. Beziehungsweise das Thema wird nicht kurzfristig beerdigt sein. Fakt ist, die Aussage stehen, wir wollen Nicola Müller unbedingt halten. Und alles andere, die Detailgespräche, die Jens dort führt, die nach außen zu tragen, ist nicht unsere Absicht. Der Aufsichtsrat ist überhaupt noch nicht beteiligt. Da müsste der Vorstand erst einmal ein Papier schicken, in dem er die konkreten Verhandlungsergebnisse dem Aufsichtsrat mitteilt. Das ist aber nicht geschehen. Weil die Details oder das gesamte Vertragsgefüge noch nicht so ist, dass es vorlagenreif ist für den Aufsichtsrat. Weil die Gespräche noch laufen, weil die Dinge noch nicht so übereingekommen sind, wie sich das beide Seiten vorstellen. Ganz normal, wenn es um Verträge geht. Und hier kommt die Besonderheit ja auch hinzu, dass Nicola sich verletzt hat. Aber nochmal, die Kernaussage ist die, wir möchten Nicola Müller unbedingt halten. Und ich glaube auch, dass das auch klappen wird. Ich freue mich immer, wenn ich Jupp Heynckes sehe. Dem habe ich ganz intensiv im Laufe der letzten 25 Jahre bin ich ihm oft begegnet und habe oft ihn immer schon bewundert. Und ich habe ihn auch als junger Bursche schon in Gladbach spielen sehen, und ich habe meinen Mittelstürmern, die ich immer hatte, damals hatten wir noch nicht so viel Videomaterial, habe ich immer gesagt, es gibt keinen Mittelstürmer, der so in den Rücken des damaligen Vorstoppers hineinkommt, zum langen Pfosten ziehend, die Bewegung abbrechend, in den Rücken hineingekommen, rechter Fuß 100%ig in Ordnung, linker Fuß 100%ig in Ordnung, Kopfballspiel erstklassig, ein super Stürmer bei Jupp Heynckes. Und der war auch in seiner ganzen Trainerkarriere immer beispielgebend, muss man ganz klar sagen. Und das bin ich nicht alleine mit dieser Meinung, sondern das ist allgemein so gesehen.